Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Silber. Ja, die letzte Aufnahme ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich weiß noch, was geschah. Wir haben zwei Arenen besiegt, abgeschlossen, haben VMs verpasst, beziehungsweise ich habe sie verpasst, nicht wir. Und ja, es hat mir einer reichlich viele Tipps gegeben, das finde ich echt geil. Und ja, das rote Gyarados ist auch jetzt im Team, aber ich sage noch nicht, wie es heißt, weil das habe ich ja auch heimlich gehalten im letzten Part. da das eine Eisarena ist, was unschwer zu erkennen ist, Norbert ist ein Veteran, der seine Pokémon schon fast 50 Jahre trainiert. Angeblich friert er seine Gegner gerne mit Eisattacken ein, das heißt, du solltest ihn mit deinen brennenden Ehrgeiz schmelzen. Ja, deswegen mache ich das Ganze mit Gyarados. Weil es nämlich auch als Wasser-Pokémon gilt und die meines Wissens nach gegen Eis resistent sind. Sieht der meine Parallelschwung? Was? Der Mutter hat einen Parallelschwung-Kopf. Okay, Captain Nivea, wir sinken. Skifahrer Svenja möchte kämpfen. Skifahrer Svenja schickt Yugong in den Kampf. So, und jetzt seht ihr das rote Gyarados. Los, Jim! Ein bisschen Rumfunkel. Ah, awesome. Ja, was benutze ich? Der fummelt mal rum. Ich weiß gar nicht, was da wie viel Schaden macht, aber anscheinend macht Fuchtler auch ganz gut Schaden. Was? Ach, der macht das öfters? Aha. Gut zu wissen. Und ja, ich habe auch das Gyarados ein bisschen gelevelt. Auf Stufe 35, wie man sieht. Weil Level 30 dann doch schon ein bisschen zu niedrig war, finde ich. Was habe ich jetzt eigentlich alles dabei? Okay, Puh habe ich weggelegt. So. Ne, ich werde deine Pokémon einfrieren, sodass sie sich nicht bewegen können. Ja, und benutze ich halt einen Eisheiler. Ich hätte jetzt auch kein Eis, ey. Wobei, mittlerweile geht's halt ja abgekühlt. Was, jetzt habe ich... Snowboarder Louis schickt Yurob in den Kampf. Muss ich jetzt das Geklitzere immer antun, ey, oh mein Gott. Oh, Drachenwut, das macht nämlich immer 40 Schaden. Okay, anscheinend hat das Vieh nicht viel Leben. Los, Drachenwut. Easy, easy. So, was kommt jetzt? Bestimmt noch ein Yurob oder sowas. Natürlich kommt ein Yugong. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich könnte die Arena eigentlich auch mit Dalrot machen. Fällt mir mal gerade so auf. Fuchtler! Vielleicht mache ich auch den Endkampf mit ihm. Mal gucken. Er hätte doch Kopfnuss, kann er ja benutzen. Naja. Ist das Vieh stark? Snowboarder Louis setzt Europe ein. Nein, ich will nicht wechseln. Warum ich nicht vorspule? Weil ich es kann. So, Fuchtler. Was? Wie verwirrt. Nein! Jetzt fummelt an sich selbst rum. Hand aus der Hose. Mann. Natürlich. Nom nom nom. Oh. Ja, Drachenwut. So, da musste ich mich mal kurz muten. Ich musste nämlich richtig übel aufstoßen. Ich will ja schon Cola trinken. Was benutze ich denn? Windhose. Windhose. Hast ein luftiges Gefühl untenrum, ne? Du kriegst ja die ganze Zeit eingeblasen. Oh Gott, war der schlecht. Oh mein Gott. Captain Nivea, wir sind schon gesunken. So. Gucken wir mal, was kommt ne. Hä? Oh nö, oder? Oh, hi. Ich kenne Norberts Geheimnis. Er hat einen kleinen Penis. Oh mein Gott! Das wollte ich auch so gut wissen. Snowboarder der Schorsch will kämpfen. Der Schorsch setzt Muschas ein. Dieses Geblinke.
Gay, gay, sissy, gay. Oh, meine Schwester kommt nach Hause. Los, Fuchtler. So, jetzt machen wir es mal ein bisschen schneller. Austausch. Fuchtler. Oh, Aurora-Strahl. Ja, oh, noch ein Muschas. Nein, Norm. Nein. So. Irgendwie muss ich doch bestimmt so. Diese Arena hat einen rutschigen Boden. Das ist doch lustig. Nein, ist es nicht. Es ist nervig. Kuno. Ein Quiekel. Was ist das denn? Fuchtler. Es ist ein One-Hit. So, jetzt kommt das nächste. One-Hit. Komm schon. Ein Quiekel. Ja, das ist auch ein One-Hit. Und da geht's down. Ausdauer? Was ist das denn? Macht sich bereit. Ja, schön. Fruchtlauf. Alter. Hatte der ein Glück. So. Ist doch die Alte da. Bim. Um zu Norbert, unserem Arenaleiter, zu gelangen, musst du denken, bevor es losgeht. Achso, ja, wegen dem blöden Rätsel da. Skifahrer Helga möchte kämpfen. Skifahrer Helga schickt Rosana in den Kampf. Oh mein Gott, sie hat Titten. Los, was macht man an Titten? Richtig, fuchteln. Aber nicht so hart fuchteln, hallo? Schäm dich. Skifahrer Helga wurde besiegt. Warum nicht Skifahrerin? Anscheinend sind hier nur männliche Trainer. Oh, Mann. Hey, bin ich jetzt richtig? Oh Gott. Jetzt ja. So, dann möchte ich einmal gucken, was hat denn der Dalrot für Attacken? Wenn der Impagat war. Ja, das könnte sogar mit dem hinhauen. So. Beutel. Ich benutze aber trotzdem zur Sicherheit mal noch einen Drang auf hier. Das Garadös. Auf die Garadose. Nur zur Sicherheit. Weil ich glaube nämlich auch, Taubos. Ist jetzt schon weiterentwickelt. Ist glaube ich auch anfällig gegen Eis. Gegen Aurora. Scheiße. Also ich wollte mich speichern. Ja. Pokémon machen in ihrem Leben viele Erfahrungen, genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten. Da ich der Älteste bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen, bevor du geboren wurdest. Du warst mit denen schon zu... Nein, ich verliere nicht gerne. Ich, Norbert, mit der dicken Nase und dem bösen Grinsen und dem Bart, der Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. Oh ja, dann zeig mal her. Leiter Norbert möchte kämpfen. Leiter Norbert schickt Jurob in den Kampf. Nee. In diese Zunge. So, ich würde mal sagen, da gibt es eine fett krasse Kopfnuss. Ja, passt. Oh, guck mal da. Nom nom nom. Nom 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 nom. Bam. Ein Yugong. Nein, ich möchte nicht wechseln. Und es ist Level 29. Kopfnuss. Womf. Okay, gut. Es hält schon mehr aus. Was? Pff. 10 Damage. Oh Mann. Ein Volltreffer. So, was kommt jetzt? Kaifell, was ist das denn? Das klingt nach einem Schwein. Natürlich ist es ein Schwein. So von Kyla und sowas. Okay, der hält schon mehr aus. Blizzard. Oh mein Gott.
Okay, ich hab... Ach, natürlich. War ja so klar. Komm. Bäm. Furienschlag, wow. Jetzt wird das Keifel vor zur Bitch. Ja, so, Furie so. Ja, komm her. Kopfnuss. Win. Keifel wurde besiegt. Blim. Oh, Level 36. Leiter Norbert mit der dicken Nase und dem bösen Grinsen mit Bart wurde besiegt. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. Frank hält Tor, Treter sein Hund, schickt deine Hose. Frank erhält den Eisorden. Nicht essen. Dieser Orden erhebt den Spezialwert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Und dies ist ein Geschenk von mir. Fringal Themen 16. Bestimmt Blizzard oder sowas. Eissturm? Sie verursacht Schaden und verringert die Geschwindigkeit. Sie stellt die Härte des Winders dar. Oh. Das. Oh. Diese Wege. Blizzard klingt ja mal richtig cool. Oh, Professor Linde. Frank, wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil ich im Radio etwas Seltsames gehört habe. Sie sprachen über Team Rocket. Frank, weißt du etwas darüber? Vielleicht ist Team Rocket zurückgekehrt. Das wäre nicht auszudenken. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. Pass auf dich auf. Klick. Gut. Wissen wir ja schon, dass Team Rakete wieder da ist. La 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 la. So. Mann, was freue ich mich schon später aufs Leveln. Ugh. So, wo muss ich denn jetzt lang? Da. Oh, was haben wir denn hier? Hey, das ist eine Brandbeere. Die hilft bestimmt gegen Eis. Yeah. Ein bisschen zu spät, ne? So, was haben wir hier? Ein paar Trainer. Okay, gut. Ich gewinne 100% nicht. Ja, sehen wir ja. Nicht, dass du dich verkalkuliert hast. Verkalkuliert. Bäh. Psycho René möchte kämpfen. Natu. No. So, was macht man mit kleinen Natus? Man nommt sie. Oh, er ist sogar sehr effektiv. Er ist sogar sehr tödlich. Du, du. Ein Kadabra, Abracadabra, Simsalabim. Ich habe einen Löffel, du nicht. Ich kann nicht essen. Gut, dass ich bis noch nicht verlernt habe. Psychorene wurde besiegt. Ah, eine schockierende Ninja-Lage. Schön für dich. Oh. Hi Frank, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und ich habe dieses Dekorative von Blind bla bla. Was haben wir hier? Jetzt fahre ich bestimmt einen Trainer rein oder so. Natürlich. Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu bekommen. Ein da, Akira schickt ein Rehorn. Ach, Mama, Mann, Surfer. Das ging schnell. So, was ist hier? Oh, ein Item. Ein Hyperball. Nice. Oh, ja. Nom. Nein, ich will nicht wechseln. Kopfnuss. Nein, ich will immer noch nicht wechseln. Kopfnuss. Kopfnuss. Okay. Diesmal kann ich ja keine Entwicklung mehr abbrechen. Wie viele Trainer sind denn hier? Also, aber bevor ich jetzt so unten lang gehe, gehe ich mal gucken, was die Alte uns geschickt hat. Ah, nicht vorspulen. Ja, schön, bla. Aufnehmen. Ein Supertrank. Nehme ich doch gerade mit.
kann man nie genug von haben. Ach so, ich nehme jetzt ein Part auf, dass ich ihn zumindest mal hochladen kann. So, da kommen wir her, Alter. Bam, bam. Du siehst sehr stark aus. Gute Trainer suchen instinktiv nach starken Gegnern. Ja, dann... Ich habe dich aber leider nicht ausgesucht. Noch nicht gefunden. Arschtrainer Cora möchte kämpfen. Ein Schmetbo. No, Schmetbo. Schmetbo. Kopfnuss. Das ist der Schmetterling-Matsch. Bluebella. Was ist denn bitte Bluebella? Mach's einfach kaputt. Mach's kaputt. Oh. So, ich hab doch bestimmt hier noch irgendwo... Item... Gib. Ne, warte mal, wie? So. Item, nimm. Ach stopp, warte, das war doch hier das. Genau. Gib. Gib. Nein. Was? Ach so. So. Erstmal gucken, ey. Nee. Das interessiert mich nicht. Arschtrainer Stan. Oh, das ist sehr tödlich. Da reicht eine Aquaknarre. Doch nicht. Reichen halt zwei. Schatz, da liegt ein Item. Da liegt doch bestimmt irgendwas. Auch nicht. Hast du schon von dem legendären Vogel-Pokémon gehört? Tauboga, schön, Kopfnuss. Tauboga, schön, Kopfnuss. Schlitzer, boah, geil. Ja. Ich glaube, Aquaknarre mache ich check, weil die ist ja jetzt langsam auch mal ausgereizt. Dafür habe ich Surfer. Also machen wir mal Aquaknarre weg. So. Oh weh, ich brauche jetzt Blitz. Eispfad voraus. Oh nö. So, willkommen zurück. Oder ich, willkommen zurück, ich. Meine Schwester hat genervt. So. Was? What? Kopfnuss. So. Ach ja, warte mal. Ich glaube, die Zertrümmerer konnte ich... Stimmt, das hat er auch noch hier... Ich hab schon wieder nicht... Oh, im nächsten Part gucke ich, wie der Name ist. Um mich mal persönlich zu bedanken. Nicht immer nur so, ja, da hat der, bla bla. Oh, scheiß. Oh, diese scheiß Kackrätsel. So, so. Viel außer bleibt da ja nicht. Oh, ist das so klar. Boah, ich hasse so Rätsel. Naja, dann bleibt nur das. Da hinten macht es keinen... Doch, da macht sogar Sinn. Hoch. No. Alter Schwede. Hä? Oder muss ich vielleicht so... Yeah, ich hab's geschafft. Los, Kopf. Hm, ja, oder Biss. Ist egal. Das ist so diese Item-Gear, die brauche ich. Oh, Rosanna. Hä? Oh, VM07. Was ist das denn?
bestimmt Whirlpool oder sowas. Kaskade. Ist die gut? Weiß ich nicht. Ich kann ja wieder hier der liebe Kommentare schreiben, weil ich habe den Namen nicht nachgeguckt. Dann nochmal reinschreiben, ob Kaskade gut ist. Oh. So. Ich bin ja schon froh, wenn Leute anklopfen, aber. Oh, ein Loch. Noch ein Loch. Noch mehr Löcher. Oh, da brauche ich bestimmt Stärke. Oh nein. Sag mir bitte, dass einer Stärke kann. Doch, Baumi kann noch Stärke. Ja. Aber ich mache hier mal Folgenende. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Nom. Und nom.